Ja, in Bremen ist die fünfte Jahreszeit, heißt der Bremer Freimarkt ist, das ist unsere Kirmes hier. Und heute ist in Bremen der Freimarktumzug, der ist immer am zweiten Samstag, wenn das Volksfest läuft. Und wir hören schon die Musik, das ist so ähnlich wie so ein Karnevalsumzug in Köln. Natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger lustig, aber immer sehr schön. Das ist mir noch nie passiert. Ja, das ist uns noch nie passiert. Normalerweise ist es immer später hier. Das heißt, der Zug führt durch die ganze Stadt durch. Wo wir mal hingehen, hier an der Weser, sind wir eigentlich um mit 11 Uhr immer gut bedient gewesen. Und jetzt sehe ich schon, dass hier schon die Hälfte vorbei ist, glaube ich, oder sowas. Naja. Ich habe immer den Anfang aber gesehen. Immer. Ja, das ist ein Scheißvideo. Solche Aufnahmen, die heimlich gemacht werden, dürfen nicht veröffentlicht werden. Das ist übrigens ein Gesetz. Ja, machst du ja auch oft genug. Ach so, ja, dann darfst du es auch. So, da sind wir auch schon angekommen. Wenn wir noch einen freien Platz finden, da vorne alles gut. Jeden Freimarktumzug, den ich miterleben konnte, habe ich auf jeden Fall miterlebt und diesmal bin ich das erste Mal ohne eine Tasche oder wie ich auch gesehen habe, viele machen das auch mit Regenschirm, hingegangen, um Süßigkeiten zu sammeln. Ich habe mir dann einfach die Jackentasche voll gemacht und das hat mir dann auch gereicht. Ich habe gemerkt, die Stimmung war zwar teilweise auch gut, aber auch viele Leute haben ziemlich gelangweilt geguckt und auch bei mir hat die Stimmung irgendwie nachgelassen, wie man sieht, weil ich glaube, das Besondere war halt einfach, Süßigkeiten einzupacken. Aber Simone hat Spaß gehabt, weil sie hat ein Bier gefangen. So, genug Freimarktumzug, jetzt wollen wir mal was essen und was trinken. Der Hunger hat sich gemeldet bei mir. Und die Sonne. Wo geht's nach langer Zeit wieder hin? Zum Paulaners. Sonne scheint sogar ein bisschen heute. Alles klar. Hat man ja mal die kleine Haxe genommen zur Abwechslung. Mal so auf Knuspertest. Ja. Klingt gut. Gibt's auch noch was zu sagen? Ja, guten Appetit. Ja, wir stehen hier auf der A27, Malnik, auf der A1. Ich musste eben ziemlich heftig bremsen, weil hier irgendwas ist. Ich sehe dahinter, aber ich dachte, es wäre ein Unfall, aber ich glaube, es ist nur eine Baustelle, die ein bisschen blöde aufgebaut ist offenbar. Keine Ahnung, da steht nämlich ein Schild, irgendwas mit Geschwindigkeitsbegrenzung oder sowas. Aber alle machen hier schon die Rettungsgasse, weil natürlich keiner weiß, was los ist. Wollen wir mal sehen, ob wir im Heidepark auch noch ankommen heute. Ja, das war nämlich gar nicht erwähnt, dass es zum Heidepark geht. Achso, geht zum Heidepark. Ja, Entschuldigung. Aber hier, achso, da sehen wir schon den Grund. Eine Spursperrung. Darum bremst man so hart. Und muss man so hart bremsen. Mal eben kurz zu Lidl. Das ist zum Mäusemelken heute. An der Kasse war eine Frau, die meinte, so eine Einkaufstasche umsonst zu kriegen. Dann hat sie das eingebonkt, die an der Kasse. Und dann ging es nicht umsonst. Dann wussten sie nicht, wie sie das rausnehmen sollte. Und so haben wir schön gewartet. Und dann habe ich was mitgebracht. Nachdem ich ja gehört habe, dass das eine Lidl-Schokolade ist, habe ich gedacht, bin ich mal so nett. Ich habe hier ein bisschen Frühstück mitgebracht. Auch was von haben sollen, das ist viel zu viel. Das nur mal so nebenbei. So, jetzt geht es aber weiter zum Heidepark. Kolossos. Ja, der Heidepark spart so auch mit Gas, denn es gibt keine Pflanzen mehr. Was ist das, was da los ist? Das ist für Halloween. Halloween, Entschuldigung, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Halloween. So, kleine Fahrt Mountain Rafting. Bei 8 Grad. Und fröhlich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Relativ trocken überstanden das Ganze. Eine Sache haben wir noch mal kurz. Die Chance. Ja, naja, das ging. Ja, wir wollen jetzt mal eine Runde. Da ist es noch. Flug der Dämonen. Flug der Dämonen, wollen wir jetzt fahren. Und ich bin ganz geschockt. Hier haben wir noch nie gestanden in der Warteschlange. Es ist so voll hier heute. Also draußen scheint dran, Wartezeit unter einer halben Stunde. Das wird wohl nichts. Haben wir es endlich geschafft und steigen jetzt ein. Ach, was ist schon wieder? Sonne genießen heißt es hier. Blauer Himmel. In Bremen, wie ich gerade höre, ist noch Nebel um diese Uhrzeit um 12:30. Ja, und wir sitzen hier schön draußen. Da weiß man, was man hat. Guten Abend. Wo ist das her? Weiß keiner.
von der Persil-Werbung von früher. So, jetzt Mountain Rafting. Es ist schön voll. Wir stehen schon hier eine frühe Stunde an und haben noch einiges vor uns. Aber Sonne scheint. Alles gut. So, auf geht die lustige Fahrt auf dem wilden Wasser. Oh, dunkel. Halloween. Wird das Lachen noch vergehen gleich. Schon ein bisschen gefährlich. Auf dem Wasser hier. Wie auf dem Klo, ne? Ja, genau. So, jetzt haben wir für Simone zwei Sachen gekauft. Mal eben lockere 10 Euro abgedrückt dafür. Und der Wespe ist auch schon am Start. So, einmal gibt es so einen Spieß mit frischem... Einmal Milchschnitte und einmal Bueno mit Schokolade überzogen. So einfach ist es. Die Wespe ist schon am Start hier. Weg. So. Was jetzt angesagt? Ich glaube, wir gehen nach Hause jetzt. Da wir auch Süßigkeiten haben für Simone, die wir jetzt natürlich im Fahrgeschäft schlecht transportieren können. Wir sind auch, guck mal, alle sagen, wir sind irgendwie böse zu Simone. Wie lieb wir sind, wir bringen ihr was mit. Und zwar ist das hier nicht billig aus dem Heidepark. Und dann noch zwei Sachen. Einmal so ein Spieß mit Schoko überzogenem Kinder-Bueno. Und dann ein Spieß mit überzogener Schokolade bei Milchschnitten. Hätte ich auch gern. Ja. Aber nein, wir denken nur an Simone. Wollte ich auch gerade sagen, hätte ich auch gerne gehabt. Wollen wir einfach aufessen und Simone sagen wir nichts davon? Nee, können wir nicht machen. Jetzt sieht er das Video. Stimmt, darum geht's nicht. Ja, schade. Ja, achso, wir fangen jetzt los. Soll ich wahrscheinlich sagen. Ohne Musik geht gar nichts. Warum stehen wir hier? Im Treppenhaus, in der Dunkelheit. Weil, ja, dumm gesagt, was sich keiner bereit erklärt, die Tür aufzumachen. Simone wollte die Tür immer aufmachen und habe ich so ein. Also, ich bin ein bisschen blöde jetzt hier. Kann keiner verstehen, aber so sind wir halt. Und dann warten wir jetzt hier, bis sich jemand bereit erklärt, die Tür aufzumachen. Ja, ich warte auf den Gentleman, der die Tür mal für mich mit aufmacht. Aber ich glaube, sowas haben wir hier in der Familie nicht. Ja, so ist das wohl. Eigentlich wollen wir jetzt zum Feldmaß gehen, zum Essen eigentlich. Also nur mal zum Erklären, die Tür ist nicht abgeschlossen oder so, die geht ganz einfach auf. Ja. Nur keiner will halt nachgeben. Simone, zeig mal. Ich wollte, dass mir auch jemand mal die Tür aufhält. Tja, und da siehst du ja, darauf kannst du lange warten. So, endlich Ruhe, würde ich sagen. Wir stehen hier trocken. Jetzt können wir eigentlich zu Hause bleiben, ja, oder? Ja, können wir eigentlich zu Hause bleiben, genau. So, wir sind essen. Es gibt zweimal ein Baguette. Und hier gibt es anscheinend Essen. Was schon mal gegessen wurde. Ja, das ist Lapskaus, ein norddeutsches Gericht. Ja, Spaß, sieht nicht so appetitlich aus, aber ist es. Es schmeckt köstlich. Vor allem hier die beiden Rollmöpse, die mit beiden. Hier die Rollmöpse. Da? Da. Fokussiert nicht. Ja, jetzt. Hier. Oder hier. Meinst du das Möpse oder was? Rollmops. Ach so. Ja, das habe ich vermisst. Unterwegs was zu spielen, okay, muss man nicht immer machen, aber jetzt gerade ist für mich eh nicht mehr wirklich relevant. Ich könnte auch nach Hause gehen, aber keine Ahnung. Ich hab gerade Lust, die Switch einfach auszuprobieren, habe sie mitgenommen, verbraucht ja nicht viel Platz. Ich habe ja noch von einer anderen Switch dieses Case hier, womit ich die sicher transportieren kann. Was gibt's? Was gibt's bei dir? Disney. Autorennen. Goofy? Goofy. Ja. Ein großer Disney-Fan, darum freue ich mich, dass wir dieses Spiel hier haben. Ja, wer hat sie gezeigt? Ja. Es handelt sich um ein Mario Kart oder Hot Wheels Unleashed ähnliches Rennspiel, nur mit Disney-Charakteren. Ist Free-to-Play, heißt Disney Speedstorm. Ich habe es noch nie gespielt, aber Stefan spielt es aktiv, seitdem ich es ihm gezeigt habe. Ich finde es viel besser als Mario Kart, muss ich mal sagen, weil mich diese Figuren von Mario Kart immer schon genervt haben. Und ich... Ja, also ich finde die Mario-Charaktere cool, Disney-Charaktere finde ich cool. Ich finde eigentlich es gibt viele coole Universen. Ja, ist echt gut gemacht, das Spiel, muss ich mal sagen. Grafisch und man kann nicht so hocharbeiten. Also es ist ein Online-Spiel für uns. Genau, man spielt gegen andere Gegner, die auch irgendwo auf der Welt sind. So, müssen wir konzentrieren, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr hier. Ja gut, viel Spaß, wir machen jetzt was zu essen. Sehr gut. Oh, das war ja wohl nichts.
Ach Mensch. Und nicht mit meiner Zauselfrisur hier raus. Nein, ist doch nicht schlimm. Doch. Du siehst wirklich gerade nicht schlimm aus. Doch, ich fühle mich aber gerade hier, wenn ich am Putzen bin, finde ich das nicht so lustig. Dankeschön. Nein, für deine Verhältnisse sieht das gut aus. Ich wollte nur fragen, ob noch von diesen asiatischen Nudeln welche da sind. Ja, sind noch. Wo? In der Schublade. Ah ja, gut, in der Schublade. Ja, in der oberen, wo ich meine Vorräte habe. Kennst du doch. Obwohl, ich muss mal eben doch auf Toilette. Ach, lecker. So, als erstes entschuldige ich mich für mein aktuelles Erscheinungsbild. Zu Hause trage ich so ein komisches Haarband, weil meine Haare gerade genau bei einer Länge sind, wo die ganze Zeit ins Auge reinstechen. Und ja, das fuckt ein bisschen ab. Was ich jetzt gerade mit asiatischen Nudeln meinte, ja, ich habe für mich so asiatische Nudeln gefunden. Jetzt sind das gerade so andere von Rewe, die Simone da mitgenommen hat. Die finde ich zwar auch gut, aber die besten fand ich, gab es immer bei so einem Asia-Shop hier in Bremen, der Lloyd-Passage. Und ja, ich finde das ganz chillig, diese Nudeln zu essen. Also ist ja gut würzig und sowas mag ich. Und ja, ich bereite die Dinger mir einfach ganz einfach zu. Heißes Wasser und dann diesen Block da reinmachen und nicht das tun, was da in der Verpackungs-Dings drin steht, weil so geht das viel einfacher. So, ein bisschen würzen wir noch nach. Oh, das ist ein bisschen too much, glaube ich, aber es kann nie scharf genug sein. Was mischst du dich denn jetzt da ein? Das macht schon Spaß, dass da irgendwie so. Ja, dann lass mich doch mal. Gut. So, und jetzt werde ich Stefan pranken, indem ich mich, wenn ich mich auf seinen PlayStation-Account einlogge, dann fliegt er nämlich bei sich raus. Und ja, das mache ich jetzt mal. John? Ah, guck mal. Als ich kurz davor war, als ich richtig gut dabei war in dem COD Black Ops 4 Zombie-Mode da irgendwie. Also ich war richtig gut dabei, habe richtig viel Zeit daran investiert, haben die einfach das WLAN-Kabel gezogen gehabt, um mich zu verarschen. Nee. Kann ich ja nicht wissen. Doch, du hast mich sogar gefilmt dabei, das wusstest du. Ach so, echt? Ja. Das ganze Spiel von vorne starten, du Dossel. Ja, jetzt weißt du, wie es ist. Boah, ich glaube, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel da von dem Curry reingekippt, weil ich habe gerade meinen Finger einmal so abgedeckt gehabt. Und das war schon irgendwie so ein, nicht scharf, aber es war einfach ekelhaft. Mal gucken. Erträglich, aber man schmeckt einfach nur pures Gewürz. Aber gefällt mir. Guten Morgen, ein neuer Tag. Tja, guten Morgen auch von mir. Ich bin schon fix und fertig. Bereit für den Tag, John weniger. Fix und fertig bedeutet doch, dass du am Ende bist. Nee, ich habe noch ganz viel zu tun hier. Wie man unschwer erkennen kann, ich bin gerade noch dabei, mich fertig zu machen, während Simone schon aktiv war und schon eingekauft hat. Ja, da kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen, John, was man morgens alles schaffen kann. So sieht es nämlich aus. So, ich muss jetzt die Sachen im Kühlschrank räumen. Dann mach doch. Wenn John frech wird, dann habe ich was dabei. Und für den Fall, dass du frech wirst, habe ich auch was gefunden. So, aber erstmal vielleicht, wo geht's überhaupt hin? Ja, mein Opa hat Geburtstag und der mag sehr gerne Wein. Aber ich kann ja noch keinen Wein kaufen, deshalb ist die Begleitperson Simone dabei. Genau, sonst gehen wir eher selten zu zweit in die Stadt, oder? Ja. Und meine Beratung brauchst du noch, oder? Nö, ich bin da schon ein erfahrener Mann. Ah, okay. Den Wein kaufen wir im Bremer Weinkeller. Im Ratskeller. Ach so, ja stimmt, im Bremer Ratskeller. Den Weinkeller gibt es auch vom Ratskeller, wäre aber der Eingang da hinten und das Geschäft ist da vorne. Hinten, vorne, in der Sesamstraße. Lustig, unlustig.
Nicht so dicht. War das das Limitierte? Ja. Ja, danke. Ja, danke. So schnell und schmerzlos geht es, ein Senatswein. Und zwar hat Bremen einen eigenen Weinberg. Ich weiß gar nicht, wo er ist, aber in der Pfalz, an der Mosel, keine Ahnung. Und das ist eine limitierte Edition, sage ich mal. Weil dieses Jahr schon ein bisschen. Tolles Etikett und ich glaube, der schmeckt auch ganz gut. So, Auftrag erfüllt. Ja, Shoppen macht hungrig. Wir wollen uns jetzt eine Käsebrezel hier auf dem kleinen Freimarkt kaufen, aber... Zwei Käsebrezel? Ja, ich glaube, es gibt keine, oder? Doch, es ist gerade ganz frische, die sind ganz heiß. Hallo, können wir schon zwei kaufen oder sollten wir noch eine Runde gehen, bis die abkühlen? Das müssen Sie wissen. Wenn Sie den mitnehmen wollen... Ja, kann man schon nehmen. Ja, ich glaube. Genau, das denke ich auch. Dann kommen wir gleich nochmal wieder. Super. Wo sind deine Brezel? So dicht. Das ist nicht so dicht, das ist... Ja, ich denke, das raffst du nie. Das sieht bescheuert aus, wenn du immer zurückgehst. Ja. Zur Erklärung, es gibt ja bei dem... Ich filme das mit dem Handy, was ein Handyblock ist. Und dort gibt es ja die 0,5-Linse. Und dann sieht man viel mehr. Und was Simone als dicht empfindet, ist überhaupt nicht dicht. Ich zeige euch mal, was sie als dicht empfindet. Ja, okay. Das ist nicht also, dicht. Meine Brezel ist gerade frisch gebacken, kommt frisch aus dem Ofen. Wäre noch viel zu heiß gewesen, um hier das in die Hand zu nehmen. Und deswegen machen wir jetzt noch eine kleine Runde und holen uns die gleich ab, die Brezel. Wie sind wir nur hierher gekommen? Wir wollten noch eine Brezel kaufen. Ja, die muss ja noch abkühlen, aber ich gucke gerade mal. Ich bin zum ersten Mal hier in dem Laden. In welchem? Jack and Jones. Und ich weiß nicht, wäre das was für Stefan? Nee. Bisschen crazy, ne? Aber... Kann das ich mir auch nicht bei ihm vorstellen? Vielleicht schon eher, aber ich glaube, das war halt, das sind einzelne Fälle. Er mag nicht solche Hemden, sondern er hat welche in Amerika gefunden. Das ist der Knaller. Ich glaube, jeder mal im Alter weiß, wie peinlich das ist, wenn man mit seiner Mutter in irgendwelche Klamottenläden geht und dann ist da auch noch so eine wie die hier. Na gut, Rätsel holen, ich hab Hunger. Kann ich die hier haben? Ja, so sehen zufriedene Mütter aus. Wie ein Löwe? Ja, Löwenbrezel. Und ein Riesen-Oschi. Schön warm. Und? John ist auch mit, sagen, nicht mit leeren Händen davon gekommen. Keine Essen. Jeder hat eine. So, bin soweit mit dem Schnitt fertig. Das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Aber beenden tut es Stefan. Beenden? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, liken und Kommentar schreiben gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.